Ja. Ah, genau. Ja. Super. Warte, ich jetzt den Lappen. Lief doch ganz gut. Ich begleite heute Paula in der Werkstatt. Sie ist nämlich angehende Kfz-Mechatronikerin. Das mache ich in der Serie hier übrigens immer. Ich bin mit Leuten in Brandenburg unterwegs bei ihren Jobs. Ich selber habe kein Auto, auch relativ wenig Erfahrung mit Autos. Umso gespannter bin ich, was Paula mir über ihre Leidenschaft für Autos erzählen wird. Also wir gucken uns jetzt erstmal die Bremsen an. Bremsen habe ich nur am Fahrrad. In der Autowerkstatt starte ich als Praktikantin fast bei null. Paula Rieke war schon als Kind Autofan. Die Fehlersuche am Fahrzeug ist aber auch für sie noch recht neu. Seit einem Monat macht sie die Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin. Dabei hatte sie nach der Schule erstmal ein Studium angefangen, Geschichte und Deutsch. Aber das ist mir zu unpraktisch gewesen quasi. Also ich habe nichts gemacht so richtig. Und dann dachte ich, ich mache irgendwie mein Interesse, meine Leidenschaft zum Beruf. Und jetzt stehe ich hier. Also es war auch eigentlich keine schwere Entscheidung, nach dem Studium quasi zu sagen, ja, ich mache das jetzt. Es hilft mir sehr, irgendwie Sachen anzufassen, um sie zu verstehen. Noch darf Paula nicht an die echten Kundenautos ran. Mit dem hier übt sie nur. Ihr Ausbilder hat einen Fehler eingebaut, Paula muss ihn finden. Aber nicht alles ist Handarbeit. Computertechnik, Prüf- und Messgeräte helfen ihr dabei. Das heißt, du musst jetzt gar nicht erstmal durchs Auto krauchen und gucken, wo könnte der Fehler sein, sondern das macht das Gerät sozusagen. Genau, ja. Also der sagt mir dann im besten Fall, wo der Fehler ist. Genau. Und dann gucke ich mir nur das an, was dieses Gerät quasi gesagt hat. Das Problem liegt vorne rechts. Irgendwo im Schaltkreis ist der Strom unterbrochen. Das rund 30 Kilo schwere Rad muss ab, damit wir den Bremsverschleißsensor überprüfen können. Schön festhalten, weil der arbeitet. Und dann drückst du einfach. Klassische Wartungs- und Reparaturarbeiten gehören zum Einmaleins der Ausbildung. Aber der Beruf hat sich gewandelt. Auch mit E-Autos muss Paula sich auskennen. In der Berufsschule mehrheitlich die Elektronik, also mehrheitlich auf die Batterien und so. Und hier sind wir häufig an Verbrennern oder häufiger an Verbrennern. Das heißt, es ergänzt sich ganz gut eigentlich. Ja. Was macht dir mehr Spaß? Die Verbrenner. Warum? Ich mag alte Autos und die sind ja alle Verbrenner und ich brauche das irgendwie einfach auf so einen Motor zu schauen und nicht auf eine Batterie zum Beispiel, weil das ist für mich einfach greifbarer. Paula Rieke ist 21 Jahre alt und kommt aus Potsdam. Sie ist im ersten Lehrjahr ihrer Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin. Paulas Arbeitstag beginnt um 7.30 Uhr und endet um 16.15 Uhr. Ihr Traumauto ist ein roter Sportwagen. Und schon habe ich's. Fehler gefunden. Das Kabel ist durchtrennt. Sowas kann auch beim echten Kundenauto durch Abrieb passieren. Paula baut ein Ersatzteil ein. So, einfach reingedrückt. So. Paulas Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Laut Bundesarbeitsagentur bekommen ausgebildete Kfz-Mechatroniker in Brandenburg ein Monatsgehalt von rund 2.823 Euro brutto. Es ist die beliebteste Ausbildung im Land, vor allem bei Männern. Der Frauenanteil unter den Azubis lag 2022 bei 3,5%. Genau. So. Nicht so einen hohen Winkel. Ach so, so. Versuch mal, den gerade zu lassen, den Drehmomentschlüssel. Weil dann kannst du hinten einfach mit deinem Körpergewicht. Genau. Reicht einmal klar? Ja, alles gut. So. Gibt's was, wo du sagst, da kommst du an deine Grenzen? Zum Beispiel einen Reifen anheben. Wenn ich das, weiß ich nicht, den ganzen Tag mache, wird es am Ende dann auch schwierig. Aber ich glaube, es geht jedem so. Mhm. Aber ansonsten fällt mir jetzt so nichts ein. Natürlich sind meine Kollegen ein bisschen schneller mit dem Knacken, weil die auch einfach mehr Gewicht haben oder auch einfach mehr Kraft. Und aber es gibt eigentlich nichts, was ich nicht auch schaffen würde. Hättet ihr Bock auf Paulas Job in der Werkstatt? Schreibt uns das mal in die Kommentare. Ob beide Bremsen wieder in Ordnung sind, zeigt sich auf dem Prüfstand. So.
Alles im grünen Bereich. Paulas Ausbilder Mario hat für mich noch eine Herausforderung. Der Ölwechsel ist eine der ersten Lektionen für die Azubis. Ja. Super. Also ich bitte lassen. Ach, so gerubbelt wird, ne? Das müssen wir jetzt erstmal nicht mehr machen. Ja. Noch ein bisschen weiter. Neun Liter Öl gehen rein ins Auto. Fülle ich zu viel ein, müssen wir alles nochmal machen. Der Oberarm sagt langsam, geh mal wieder trainieren. Ja. Das ist auch für meine Azubis, die frisch anfangen, immer eine Herausforderung. Die kommen aus der Schule, von der Schulbank und dann mit einmal 8 Stunden stehen. Mein erster und vielleicht einziger Ölwechsel hat geklappt. Paula darf in rund 2 Jahren die ersten eigenen Aufträge beackern. Bis dahin wird sie hier noch an vielen Bremsen und Motoren trainieren. Ich habe in meinem Praktikum in der Werkstatt heute viel gelernt. Klar, man macht sich die Finger schmutzig, aber es ist auch sehr viel moderne Technik im Einsatz. Hättet ihr Lust, diesen Beruf mal auszuprobieren? Schreibt uns das in die Kommentare und schreibt auch gerne, wo ich das nächste Mal Praktikum machen soll. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da.